sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Zuseher und Zuhörer von KIW TV, ich begrüße Sie heute recht herzlich aus unserem multifunktionellen Vereinslokal hier im 5. Wiener Gemeindebezirk in der Brandmeiergasse. Und zwar finden hier, wie die meisten, die unsere Sendungen sehen, ja wissen, finden hier Vernissagen, Ausstellungen statt. Es finden hier Lesungen statt. Ja. Es finden Konzerte statt, auch Kombinationen von dem Ganzen. Und heute treffen wir uns hier zum internationalen Vorlesetag, der so wie jedes Jahr stattfindet. Und aus diesem Grund werde ich Ihnen eine Geschichte, eine Kurzgeschichte von mir vorlesen. Eine. Ja? Wobei es nicht, also mir es nicht an Kurzgeschichten mangelt, ganz im Gegenteil. Noch immer warten diese fast schon unzähligen Kurzgeschichten auf einen Verlag, der imstande ist, diese Kurzgeschichten zwischen zwei Buchdeckel zu drucken. Nach dieser Eigenwerbung beginne ich mit der Geschichte mit dem Titel 39 Minuten. 39 Minuten ist eine von mir willkürlich erdachte Zeitspanne. Ganz so willkürlich nun aber auch wieder nicht, denn ansonsten hätte es ja auch 3 Minuten oder auch 2754 Minuten heißen können. Wie dem auch sei, eine Zeitspanne, die mehr ist als eine halbe Stunde, aber auch noch keine Dreiviertelstunde. Eine Dreiviertelstunde sind 45 Minuten. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, wobei es im Grunde ja 2x 45 Minuten plus 15 Minuten Pause sind, also 105 Minuten. Ein Spielfilm im Kino dauert meist auch 90 Minuten. Die Vorschau und die Werbung davor natürlich nicht mitgerechnet. Eine Opernaufführung dauert meist so um die 2 Stunden, also 120 Minuten. Es sei denn, es ist eine Oper von Richard Wagner und die kann auch gerne meistersingliche 5 Stunden, also 300 Minuten dauern. Ein Geschlechtsverkehr, der 39 Minuten dauert, kann je nach Betrachtungsweise lang oder auch kurz nur dauern. Eine Wartezeit von 39 Minuten aber auf die nächste Straßenbahn wird aber jemandem lang vorkommen, es sei denn, Sie sind Maroni-Brater und haben Ihren Stand bei einer Straßenbahnhaltestelle. Ein Flug von Wien nach Graz dauert netto 35 Minuten, da bis noch gar nicht richtig angeschnallt und auch schon dort. Ein Flug nach Honolulu dauert im Schnitt um die 24 Stunden, also einen ganzen Tag. Ein Flug auf den Mond meistens 8 Tage, eine Reise auf dem Mars ungefähr 9 Monate, also genauso lange wie die Entstehung eines Babys, von der Erzeugung bis zur Geburt, wobei es hier völlig gleichgültig ist, ob der Geschlechtsverkehr nun 39 Minuten oder mehr oder weniger gedauert hat. Entscheidend hier ist das schnellste aller Spermien. Die Wartezeit in der meist überfüllten Ordination bei einem Kassenarzt von 39 Minuten ist bestimmt unter der Norm. Es sei denn, du bist ein beduchter Privatpatient. Grundsätzlich scheint aber der Mensch ein sehr geduldiges Lebewesen zu sein, wenn ich beobachte, wie sich Menschenschlangen, soweit das Auge reicht und auch oft noch weiter, um sich zum Beispiel für das neueste Phone anzustellen oder um das goldene Klavier
im renovierten Parlamentsgebäude leibhaftig in Augenschein nehmen zu können. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung verbringt so ein Durchschnittler 374 Tage mit Warten. Das ist mehr als ein Jahr, welches bekanntlich 365 Tage hat, es sei denn, es ist ein Schaltjahr. Das wiederum sind 8760 Stunden, die so ein Jährchen dauert. Das sind exakt 5.250.600 Minuten. So gesehen sind dann wiederum 39 Minuten in diesem Vergleich wenig, fast wie ein Hauch in der Unendlichkeit. Es sei denn, du sitzt gerade wie ich vor einem Laptop, zu jenem Zeitpunkt, wo ich diese Geschichte schrieb, machst dir Gedanken über Zeit und Zeitspannen und bekommst plötzlich von oberster Stelle ein E-Mail mit dem Hinweis, du hast nur noch 39 Minuten zu leben. Da taucht dann plötzlich die Frage auf, jetzt habe ich schon so viel Zeit vertan mit scheinbar sinnlosem Warten und jetzt wird am Ende alles so knapp. Was würdest du mit dieser dir verbleibenden Zeit, mit dieser dir verbleibenden Restzeit von 39 Minuten anfangen? Zweifelsfrei eine gute, wenn auch rein theoretische Frage, denn keiner von uns bekommt so ein E-Mail, und das ist auch wirklich gut so. Trotzdem ist der Gedanke, jeden Tag so zu leben, als wäre es dein letzter, ein sinnvoller Hinweis auf die Endlichkeit des Lebens. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher, wenn so Gott will, im ganzen Einvernehmen mit dem letzten Satz, dann sehen wir uns nächstes Jahr beim nächsten Vorlesetag wieder. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.